Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Ja, heute wieder mal ein schönes Thema. Wir sind heute, beziehungsweise die ganze Zeit schon in diesen kontroversen Themen unterwegs und nach dem Launch der 7900 XT und XTX müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen die ganze Sache einordnen. Nvidia und dessen nächster Vertreter probiert sich ja schon in die Startlöcher zu bringen und die ersten Leaks kommen wieder raus und die ersten Kleinigkeiten und die Social Media Leute pumpen das Thema wieder hoch. Natürlich auch für uns ein Grund darüber zu reden. Wir ordnen ein im Endeffekt heute die 4070 Ti, also die umgelabelte 4080 mit 12 GB, wo wird sie Platz finden, was macht Sinn, und wir reden noch heute ein bisschen über Tarnen und Täuschen im GPU-Market. Es scheint so, dass es die Regel wird leider. In dem Sinne, nach dem Intro steigen wir ein. Surround Gaming. Ja, willkommen zurück bei Surround Gaming, dem Channel, wo es um den Sweet Spot geht. Und der Sweet Spot, ja, der versteckt sich zum Jahresende, muss man klipp und klar sagen. Das ist so, klar wie das Amen in der Kirche und so klar, wie wir klipp und klar immer sagen von der Seite her. Ich denke mal, der GPU-Market hat ein bisschen ein Up und Down erlebt. Ich bin gespannt, wo es nächstes Jahr, sage ich mal, weitergeht. Ich denke mal, schlimmer für Computer-Gamer kann es kaum werden. Klar haben wir dieses Jahr ein bisschen was abbekommen, was neuartig ist. Die 4090 auch so kontroverse vom Preis ist und so bescheiden die Lage ist, sage ich mal, preis-leistungstechnisch, muss man sagen, war die 4090 doch im GPU-Market die einzigste Offenbarung dieses Jahr, wo ich sagen musste, okay, da sind wir jetzt mal drei Ecken weitergekommen, oder das hätte ich nicht erwartet, muss man wirklich so sagen, weil Nvidia hat da wirklich mal einen rausgehauen. Das ist schön zu sehen, dass es, denke ich mal, auch anders geht als der übliche Ton mit den 10% Wachstum und die Preise, sage ich mal, im gleichen prozentualen Anteil oder mehr sogar wachsen. Man muss sich dran gewöhnen. Ich glaube, 2023 wird kein gutes Jahr für Grafikkarten. Habe ich leider so ein Bauchgefühl. Ob das so ist, ich hoffe, ich täusche mich da. Und wir steigen jetzt natürlich ein in eine kleine Übersicht, die wir vorbereitet haben, wenn wir wollen mit euch zusammen so ein bisschen einordnen, wo sich die Grafikkarten denn jetzt alle platzieren. Das ist ja ein sehr spannendes Feld, weil unterm Strich muss man wirklich sagen, bleibt ja nur eins, nämlich wo ist der Sweet Spot geblieben. Er hat sich ganz schön versteckt und er wird sich, glaube ich, dies Jahr auch nicht mehr zeigen. Man kann nur hoffen, dass, sage ich mal, die Lagerbestände und die Produktion noch relativ hoch sind. Weil wenn natürlich die alten Stocks, sage ich mal, knapp werden, gehen die Preise automatisch auch bei den alten Produkten hoch. Und wir haben ja, sage ich mal, die letzten zwei oder drei Jahre gelernt, dass Produktverknappung hier die neue Marketingstrategie ist. Deswegen heißt auch der heutige Podcast Tarnen und Täuschen, weil beide Grafikkartenhersteller, muss man sich so eingestehen, haben das, glaube ich, ganz gut gelernt. Und die AMD-Fraktion muss man zugute heißen, dass sie natürlich das Äußerste probieren, aber auch sie unterliegen natürlich Marktanteil, Wachstum, es muss ein EBIT eingefahren werden, also Gewinne müssen gemacht werden und man muss natürlich probieren, den Konkurrenten einzuholen. Nvidia ist immer noch eine Ecke weit vorne. Wir haben jetzt die Intel-Grafikkarten nicht berücksichtigt. Ich denke mal, nächstes Jahr wird ein sehr spannendes Feld für Intel. Ich kann nur hoffen, dass Big Blue sich hier gnadenlos, sage ich mal, über seine finanziellen Mittel ins Market, in den Market einkauft. Das heißt, dass sie gute Ressourcen, sage ich mal, bereitstellen, gute Produkte entwickeln und treibertechnisch vorankommen. Da sind sie einfach der Dritte im Bunde und auf Platz 3 in dem Market zu sein, heißt zu verlieren. Das muss man wirklich so knallhart sagen, weil sowohl, sage ich mal, die Konsolen werden natürlich heutzutage dominiert von AMD. Das hat mit dem Preis-Leistungsthema, sage ich mal, zu tun.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste Konsolengeneration schon wahrscheinlich ins grüne Lager wechseln wird, einfach aufgrund der enormen Power. Ich glaube, dass Sony und Konsorten jetzt natürlich auch liebäugeln, dass sie jetzt im 8K-Market sich platzieren wollen, weil das ist, glaube ich, so der nächste Meilenstein, der uns bevorsteht. Weil man muss sagen, die 4090, und die ist jetzt hier ganz oben top of the line, sie ist, sage ich mal, knallhart Nummer Uno, da führt nichts dran vorbei. Der Spitzenplatz gilt Nvidia und das mit, das sieht man jetzt hier nicht so deutlich, großen Abstand zu den Konkurrenten und auch zu den eigenen. Sowohl die 4080 mit 16 GB jetzt hier ist weit abgeschlagen, als auch die andere Konkurrenz mit in der Form jetzt hier, das ist die 7900 XTX. Das vermeintliche neue Flaggschiff aus dem AMD-Lager. Und da muss man auch einfach sehen, ja, es hat nicht gereicht. Das ist einfach so. Sie ist auf Augenhöhe mit der 4080, was ja nicht verkehrt ist. Wollen wir auch nicht zu schlecht und zu hart über sie, sage ich mal, urteilen. Die 4080 ist, denke ich mal, ja, weder Fisch noch Fleisch. Die hat einfach ein enormes Preisproblem. Sie ist einfach vom Preis viel zu hoch. Dementsprechend liegt sie auch da und das ist auch gut zu sehen. Das hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass der Markt das doch jetzt ein bisschen probiert einzudampfen, denn die verkauft sich im Moment sehr schlecht. Aber da muss man auch wieder so sehen, dadurch, dass die Karten jetzt neu gefallen sind, das heißt im Endeffekt die 7900 XTX und natürlich die 7900 XT haben sich positioniert und wir sehen jetzt hier so ein bisschen, wir haben natürlich so ein kleines Ranking probiert aufzubauen. Man muss einfach sagen, die 7900 XT hat sich so ein bisschen positioniert unter der 3090, was mich leider auch ein bisschen verwundert hat. Ich glaube, sie ist nicht auf Augenhöhe mit einer 3090, auch nicht mit einer 3090 Ti. Da fehlt es einfach an einigen Ecken. Sie hat genug Speicher, das auf jeden Fall. Aber natürlich die Treiberthematik, mangelnde Raytracing-Performance, da muss man einfach zugutehalten, sind die auch die Generation 3 von den GeForce-Karten einfach deutlich stärker. Und sie jetzt da drüber zu positionieren, wäre falsch. Die 7900 XT guckt vielleicht so ein bisschen in Richtung, sage ich mal, ab und zu 3090 Ti. Aber sie kommt da nicht wirklich ran. Sie positioniert sich so zwischen den beiden Karten und ist dann sozusagen hier ja das Zündlein an der Waage ein bisschen. Ja, die 7900 XT hätte deutlich besser performen können, wäre der Preis deutlich runtergegangen. Man hat es ja, sage ich mal, auf dem Niveau ja der 6900er gelassen. Hier sind die 6900 XT. Oder auch die 50er-Variante, die sind für mich gleich zu sehen. Die haben sich ja so ein bisschen positioniert gegen die 3090. Die Ti konnten sie nicht schlagen. Und dementsprechend sind sie so auf Augenhöhe auch noch zu sehen. Vielleicht ein bisschen drunter, deswegen die 7900 XT ist ein bisschen höher anzusiedeln. Hat doch noch ein bisschen mehr Performance. Hier ist noch, sage ich mal, ein Vertreter. Die 6800, warum nehmen wir die mit rein? Die ist ja sehr ähnlich der 6900 XT. Achtet darauf, vielleicht die XT-Version, wenn ihr euch die holen wollt. Hintergrund ist einfach, die ist hart im Abverkauf. Die kriegt ja im Moment so um die 650 Glocken. Das ist ein vernünftiger Preis für eine Grafikkarte mit der Performance. Und die ordnet sich so ein bisschen unter der 3080 ein. Da findet sie Platz, 3070 Ti, 3080. Da ist sie so zu Hause, aber vom Preis denke ich mal sehr gut, attraktiv im Moment. Und wenn jetzt jemand eine Grafikkarte schnell braucht, sollte er einfach mal da gucken. Es gab schon welche 600 Euro, die waren aber ganz schnell weg. Das waren wohl Lager-Schnellverkäufe. Da haben die, sage ich mal, die Händler Panik bekommen und haben die wirklich auf den Preis gedroppt.
ohne Ende. Dementsprechend sind die aber auch schon alle weg. Also wenn er da um 650 einen noch sieht, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstand. Ansonsten natürlich die 7900 XT. Man kann sie drehen und wenden, wie man will. Die Treiber werden sich sicherlich noch ein bisschen ändern. Sie wird an die 4090 aber niemals ranragen. Sie wird, denke ich mal, noch ein bisschen höher kommen und wird schon sich so im unteren Bereich der 4090 irgendwo einpendeln. Sie hat genug Speicher. Ja, dafür ist sie, sage ich mal, wirklich gut zu haben. Was sie ein echtes Problem hat, ist mit Multimonitore-Setup. Wir haben es auch schon live gesehen. Da gibt es ein Treiberproblem im Moment. Wenn ihr drei Monitore habt, da hat sie, sage ich mal, im Moment ein bisschen zu kämpfen. Warum, weshalb, wieso? Es soll ein Update bald geben. Sind wir gespannt, wann das Ding kommt, weil was wir jetzt wieder so ein bisschen mehr auf den Channel planen, ist im Endeffekt ein 4K-Setup mit drei Bildschirmen. Und da muss man sagen, ist im Moment die AMD-Fraktion ja durch aufgrund der Treiberproblematik ein bisschen gehemmt. Das kann jetzt aber auch Momentum nur sein. Und wir hatten auch schon die 6900 XT an ein Dreier-Setup dran und die hat tadellos funktioniert. Das ist jetzt vielleicht auch wirklich nur aufgrund von irgendwelchen Bugs, die sich jetzt eingeschlichen haben. Ob das jetzt lange ist, werden wir sehen. Aber dieses Setup, muss man klar sagen, ist jetzt hier auch so ein bisschen Zielstellung von uns geworden fürs nächste Jahr, für 2023, weil, was wir jetzt gemerkt haben, es funktioniert perfekt, muss man wirklich sagen, und das sehr erstaunlich, sehr gut mit der 4090. Die 4090 ist für ein Triple Setup mit 3x4 Kabelschirme wirklich gut geeignet. Ihr habt da ordentlich viele Frames und da muss sich aus unserer Sicht auch die Generation, die nächste Generation so ein bisschen messen. Deswegen die 4090 hat hier leider, muss man sagen, uns ein bisschen versaut in der Hinsicht. Wir erwarten jetzt einfach, dass die Performance nur noch schneller wird, nicht mehr unter der 4090 landet und alle anderen Grafikkarten sind für uns damit im High-End-Bereich so ein bisschen obsolete. Also klar, man muss einfach sagen, wir reden hier von einer über 2000 Euro Karte, ja, das ist eine Menge Holz, über 2000 Euro, da wird es ja auch noch eine ganze Weile bleiben. Also wer damit spekuliert, dass die unter 2000 fällt, klar, die Founders Edition ist unter 2000 Euro, aber die werdet ihr in dem Kurs ganz schwer kriegen, außer ihr seid Tag und Nacht am Bildschirm dran und probiert dann wirklich die Zeitfenster abzupassen, wenn welche auf den Markt kommen. Damit haut ihr euch aber mit den ganzen Scalpern zusammen um die Ohren die ganze Zeit und dementsprechend habt ihr da eigentlich wenig Chance. Deswegen muss man wirklich sagen, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Karte anguckt, wirklich schwer jetzt zu sagen, wo ist denn eigentlich jetzt der Sweet Spot hin. Klar, er ist hier, das können wir mal ein bisschen andersfarbig einmarkern. Man muss schon sagen, der Sweet Spot ist schon so ein bisschen hier unten in dem Bereich, dass man hier sagt, okay, 6800 XT solltet ihr jetzt im Dezember kurz vor Weihnachten noch kaufen müssen, ist das wahrscheinlich die beste Wahl preis-leistungstechnisch. Wir wollen uns aber auch nichts vormachen, das Ding ist nächstes Jahr obsolete. Das wird zwar noch 2 Jahre sicherlich halten, wenn man keine größeren Ansprüche hat, also wenn ihr jetzt keinen Triple Screen aufbauen wollt oder höhere Auflösung fahren wollt, ist die 6800 XT absolut okay. 650 Euro sind auch nicht wenig. Das sollte man auch immer im Auge behalten. Das wird immer schnell vergessen heutzutage, wie viel Holz das ist. Das ist, denke ich mal, für eine Grafikkarte schon eigentlich, ja, schon viel zu viel. Also man kann nur wieder raten, wir haben auch neulich selber, sage ich mal, uns noch eine PS5 gegönnt, endlich mal wieder eine bekommen. Die PS5 haben wir gekauft, also PlayStation 5. Für 619 Euro mit Ragnarok, also God of War. Dementsprechend ja, bekommt man hier eine komplette Spielekonsole mit im Endeffekt Computer, also mit Spiel und ein gutes Spiel und ein Controller und muss das Ding nur am TV oder am Monitor rankleben
und hat dann sozusagen ein vollwertiges Computerersatz, weil God of War Ragnarök bekommt ihr ja auch nicht so schnell, sage ich mal. Bekommt ihr das alte God of War auf dem PC und dementsprechend muss man das so ein bisschen im Einklang jetzt bringen. Eine Grafikkarte, die so viel Geld schluckt wie eine ganze Konsole, ist schon harter Shit, muss man einfach so sehen. Und das sollte immer wieder rezipiert werden, weil es geht immer schnell über den Lippen bei uns auch mit 2000 Euro da, 1000 Euro hier, ein Monitor für 2,5 und schon sind, sage ich mal, 5 Scheine weg und ihr habt eigentlich nur eins, nämlich Geldverlust. Das sollte man sich immer vor Augen führen. Das wird sich auch das nächste Jahr nicht ändern. Aber jetzt wollen wir nicht zu schwarz malen, weil wir haben natürlich nur einen Kandidaten da, den wir jetzt, sage ich mal, einmalen und wie es nun mal der Zufall will, hat auf einmal Nvidia jetzt, sage ich mal, die Wildcard in den Händen, obwohl sie eigentlich ein Produkt, sage ich mal, platzieren wollten. Vielleicht war es auch mit Absicht, sage ich unterm Strich mal wirklich, dass sie gesagt haben, okay, die 4080 mit 12 GB, lasst sie uns mal probieren, wie das, sage ich mal, ankommt, wenn sie es zu sehr ablehnen, dass wir jetzt zwei Karten in dem Segment haben. Weil das ist ja hier die 16er Version, denn nehmen wir es wieder zurück. Ich meine, das hat jetzt enorm Geld verschlungen, weil aus der 4080 mit 12 GB ist ja jetzt die 4070 geworden. Die TI, warum, weshalb, wieso? Man wollte natürlich diesen Leistungsproblem entfleuchen ein bisschen. Man wollte nicht suggerieren, dass man hier eine Karte, sage ich mal, hat, die ja irgendwo sich hier einpendelt, also preislich schon hier oben einpendelt. Ich denke mal, die 4070 Ti wird sich auch, vielleicht ist es ein bisschen zu hoch eingezeichnet, sie wird sich so ein bisschen natürlich mit der 7900 XT messen müssen. Da wird es auch, ich tippe mal, schon auf Augenhöhe so ein bisschen sein. Sie ist jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen vielleicht zu hoch eingemalt und könnte so, ja, wenn es gut läuft, auf gleichem Niveau sein. Sie hat ein großes Problem, das sind die 12 GB. Das ist sehr, sehr schade. Klar werden sie jetzt sagen, okay, das ist eine waschechte 1440p-Karte. Das ist jetzt keine Karte, womit man hier unbedingt locker mal 4K zocken sollte. Das ist 1440p und nicht 4K. Und so wird es auch ein bisschen, sage ich mal, sich einordnen in diese ganze Matrix. Sie wird die 7900 XT verfolgen, glaube ich schon. Sie wird preislich ähnlich gelagert sein. Gerüchteküche sind ja jetzt ein paar Preise durchgesickert. Ich spekuliere mal, sie wird mit ungefähr 959 Euro auf den Markt gehen. Und zum krummen Preis werden sie sich diesmal ausrechnen. Unter 1000 wird sie bleiben. Sie werden nicht über 1000 gehen, den Fehler werden sie nicht machen, weil sie wollen natürlich die 7900 XT kontern und sie haben einfach den Vorteil, sie haben zwar weniger Speicher, aber Raytracing Performance wird die Karte auf jeden Fall im RT-Bereich, wird sie über die 7100er kommen. Da wird sie wahrscheinlich sogar die 3090, die alte Paroli bieten. Da wird sie schon sehr ähnlich gelagert hier reingehen von der Power her. Und beim Raster Performance, also der normalen Performance, da wird sie der 7900 XT unterlegen ein bisschen sein. Schon aufgrund des Speichers. Die Karte ist auch, denke ich mal, eher für 1440p anzusiedeln. Da ist sie, sage ich mal, besser zu Hause. Sie wird sicherlich 4K beherrschen. Aufgrund schon des, sage ich mal, vermehrten Speichers hat sie einen enormen Vorteil. Und das wird spannend zu sehen, wo die sich dann, sage ich mal, letztendlich beide so ein bisschen wiederfinden. Aber der Kandidat ist natürlich jetzt hot. Der gibt jetzt am 5. Januar den Takt vor, wie wir das nächste Jahr so ein bisschen anfangen. Holen tun wir uns die Karte nicht, deswegen sorry, eine 4080 kommt uns auch nicht ins Haus und den Spaß hier machen wir auch nicht mit. Das sind so Sachen, wo wir auch wirklich sagen, das boykottieren wir. Wir können schon jetzt ankündigen, auch wenn es uns ein bisschen schwer gefallen ist, aber wir haben dann doch gesagt, naja gut, wir wollen es ja, sage ich mal, auch wirklich immer live testen. Wir werden die 7900 XTX natürlich testen. Bitte seht uns nach, wir werden es nicht mehr
sage ich mal, zwischen Weihnachten und Neujahr schaffen. Wir wollen uns auch in Ruhe ein bisschen Zeit nehmen mit der Karte, weil, das haben wir auch schon gemerkt, die ist ein bisschen kontrovers. Im Moment können wir uns das nicht ganz so zusammenreimen, woran es liegt. Wir haben auch schon mit anderen drüber gesprochen. Die Performance ist manchmal doch sehr schwankend. Manchmal ist sie wirklich brutal stark. Das hing auch sehr von den Monitor-Setups an. Also jetzt nicht nur ein Bildschirm. Wir sind ja klassisch hier, sage ich mal, mit mehreren Bildschirmen dabei. Und das hat uns auch sehr stark gewundert, deswegen da müssen wir noch ein bisschen Zeit vergehen lassen und wollen in Ruhe auch die 7900 XTX, sage ich mal, testen. Deswegen im neuen Jahr kommt auf jeden Fall Content zu der Karte. Wir werden sie jetzt nicht unboxen und so eine Sachen, das hat genug stattgefunden. Wir haben ja schon gesagt, dass er recht schick aussieht, das können wir auch bestätigen. Mit LED hier schön überall drinne und der Schriftzug auch schön beleuchtet, das ist alles ganz nett gemacht. Kann man nicht meckern, aber unterm Strich, was uns interessiert hat oder was uns begeistert schon hat, ist natürlich die Bauform. Hatten wir ja schon im letzten Video gesagt, da ist er wirklich top. Auch die Stromanschlüsse top, muss man wirklich sagen. Das war auch wieder Tarn und Täuschen auf höchstem Niveau. Muss man wirklich Nvidia hart ankreiden, eigentlich diesen neuen Stecker. Den hätten sie sich sonst wohin schieben können. Das ist wirklich starker Tobak, weil die Netzteilhersteller sind natürlich sofort drauf angesprungen. Und jetzt, wenn man die aktuellen Daten sieht, ihr braucht nicht mal ein 850 Watt Netzteil. Also natürlich je nach Ausstattung vom System, das muss man auch immer sagen. Wenn ihr ein super, sage ich mal, ausgereiztes System habt, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein X570 mit 11 Platten drinne, mit 128 GB Speicher, Soundkarte, Schnittkarte, Grafikkarte, 10G Adapter, das sind natürlich dann Sachen, wo man sagt, okay, das Ding ist an der absoluten Schmerzgrenze, das braucht eine ordentliches Power Supply, wenn da jetzt eine 4090 drin pumpt. Aber die meisten von euch, sage ich mal, haben so eine Systeme ja gar nicht. Da ist ein Mainboard, da ist eine Grafikkarte und dann ist meistens schon Ende und noch vielleicht zwei, drei Platten. Das war es dann im höchsten der Gefühle. Dementsprechend ist das wirklich auch wieder mal Tarn und Täuschen gewesen. Also von schlimmster Sorte. Und deswegen wollen wir auch hier ein bisschen uns das mal auf die Zunge zergehen lassen, wo jetzt die nächste Strategie, sage ich mal, der Grafikkartenhersteller hingeht, weil den Preis jetzt hier, den schlucken wir auch nicht so einfach. Da müssen wir wirklich sagen, das finden wir schon, das finde ich jetzt persönlich auch schon zu dreist. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis weit weg. Da können sie machen, was sie wollen. Die liegt aktuell ja, die sind so ein bisschen preislich gefährdet, muss man wirklich sagen. Das ist ein heißer Kandidat für nächsten Sommer. Die liegen so um 1380 Euro. Für die gebotene Leistung zu viel Geld. Da muss man wirklich sagen, macht keinen Sinn, die zu kaufen. Also die wird hart droppen, weil da sind einfach jetzt die ersten Chargen nicht weggegangen und das holt Nvidia in der Regel auch nicht ein. Auch nicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Da werden die auch so in der Art, sage ich mal, liegen bleiben. Klar kaufen jetzt mehr, die sich von den AMD-Lager erhofft haben, bessere Daten, kaufen jetzt die 4080, sage ich mal, auf. Die ist jetzt so ein bisschen im Spotlight bei einigen. Aber ich kann auch raten, nur zu dem Kurs, da macht die Karte wenig Sinn. Weil die 7900 XTX, wenn sie denn mal ein bisschen besser verfügbar ist, im Moment ist die ja auch um mit 1400 Euro dabei. Unter dem bekommt man sie ja gar nicht. Ich kann nur da einen großen, sage ich mal, Zaubertrick oder einen großen Tipp, sage ich mal, geben. Guckt euch bei den großen Versandhändlern an, dass ihr diese Karte vielleicht importieren könnt. Da müsst ihr wirklich schauen. Einige machen das. Ich kann nicht jetzt, dafür wollen wir auch keine Werbung machen. Versandhändler einfach gucken per Import und ihr könnt euch die vielleicht irgendwo anders herziehen, weil natürlich das große Problem, was sein wird nächstes Jahr, und davon muss man leider ausgehen, ist US-Dollar kontra Euro. Der US-Dollar wird im Endeffekt weiter steigen.
also stärker werden. Der Euro wird leider tendenziös nach unten gehen. Behaltet das im Auge, weil die Karten werden dadurch teurer. Das ist leider bei uns jetzt im Moment wirklich so ein bisschen die Krux ist daran. Nicht nur, dass wir da die Steuer drauf hämmern immer, sondern dass wir auch noch den Kurs jetzt ein bisschen im Auge behalten müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser für uns wird. Von der Seite her 1400, so sollte die Karte ja eigentlich nicht gelagert sein. Also die Custom-Karten vielleicht, wobei würde ich auch nicht dafür bezahlen. Aber wenn man Glück hat, kann man hier so eine Karte noch für 1150 ungefähr abschießen. Das ist dann so ein bisschen der angedachte Preis. Da muss man einfach ein bisschen Ausschau halten. Mehr können wir dazu leider jetzt auf der Tonspur nicht sagen. Und wenn das sich alles ein bisschen gelegt hat, kann man vielleicht dazu noch mal ein Video machen. Aber wir wollen auch erstmal gucken, dass alles auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ansonsten muss man wirklich sagen, wer ist denn die Nummer 2, sage ich mal, in diesem Spektrum? Das ist ein bisschen schwer wirklich zu sagen. Man muss natürlich die 4090, wie gesagt, unangefochten, der King in the Ring, da werden wir sozusagen nicht mehr drum rumkommen. Da wird es auch nächstes Jahr schwer werden. Ich denke mal, Platz 2, auch so schwer es uns, sage ich mal, fällt, geht aber auch ins grüne Lager. Und da ist einfach die 4080 an einigen Ecken, ja, so doch eine Ecke vor der 7900 XTX. Die hat vielleicht den Platz 2,5 verdient. Sie ist, sage ich mal, wirklich hart auf den Fersen und man kann nur hoffen, dass, wenn die Treiber besser werden, dass sie wirklich ja einfach da noch mal ordentlich Gas geben und dann auch auf Platz 2 herrutschen und die 4080 auf den ja wohlverdienten dritten Platz geht, aber preis-leistungsmäßig, wie gesagt, leider viel zu weit weg. Ja, da bleibt nur noch zusammenfassend zu sagen, der Sweet Spot, wo ist er? Ja, wir haben ja schon gesagt, 6800 XT, da würde ich ihn im Moment, sage ich mal, sogar ansetzen. 6900 XT, 6950, wenn er die noch zum guten Kurs bekommt, da sei gesagt, 800 Euro sicherlich wäre nice, aber ihr werdet die Karten nicht mehr für den Preis bekommen. Die sind jetzt schon deutlich über 1000 Euro. Und wie immer gilt natürlich bei der ganzen Hektik und den ganzen Vorweihnachtsstress, warten ist in dem Fall sicherlich eine gute Tugend, wenn man Geduld hat. Ob man natürlich immer geduldig sein kann, das ist bei mir ähnlich wie bei jedem, sage ich mal, der gerne zockt bzw. gerne sein Hobby nachgehen will. Man hätte es natürlich alles gerne sofort und gleich. Deswegen, wir wollen das ja auch so ein bisschen damit beschließen, aus den Grafikkarten-Themen uns jetzt ein bisschen verabschieden. Ich glaube, viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wir werden natürlich den einen oder anderen Teaser oder das eine oder andere kleine Highlight sicherlich. Jetzt kommt im Endeffekt auch noch Content, der ein bisschen andersartig ist. Abo deswegen gerne da lassen und gerne auch ein Like. Wir werden jetzt ein paar Game-Empfehlungen machen und auch ein paar Peripherie-Sachen jetzt auch mal endlich freischalten, dass wir da wirklich auch mal ein bisschen noch anderen Content präsentieren als nur immer diese Grafikkarten-Sause, weil irgendwann muss man ja auch mal sagen, ist das Thema auch mal ausgereizt. Sicherlich nächstes Jahr geht es weiter, also spannend ist es schon, aber ich denke mal, dies Jahr 2022 wollen wir auch mit dem Video zusammenfassend ein bisschen sagen, dass der GPU-Markt sich jetzt positioniert hat, gefestigt hat. Wir haben alle Player im Markt da. Nächstes Jahr, wie gesagt, 4070 Ti am 5. Januar und dann dreht sich das Karussell wieder von neuem. Spannend wird auch noch sein im Endeffekt, wo die neuen Konsolen sich positionieren. Wir hoffen ja, und das ist, glaube ich, die Hoffnung, die wir alle so ein bisschen haben, dass die PlayStation da vielleicht wirklich die 5er eine Pro-Version kriegt, eine neue Xbox oder so, weil das würde den Grafikkartenmarkt auch ein bisschen durcheinander wirbeln, aber im Moment ist er doch sehr entkoppelt voneinander und die Grafikkarten oder die Peripherie und die Hardwarehersteller können es sich anscheinend leisten, solch utopische Preise, sage ich mal, aufzurufen. Warum ist das so? Naja, ich sag mal so, Computer Gaming, das vielleicht auch nochmal kurz angeschnitten, ist natürlich immer noch im absoluten Fokus. Viele haben es schon prognostiziert damals, dass PC-Gaming tot ist und dass die Konsolen den Markt, sage ich mal, komplett an sich einverleiben werden. Naja, dem ist jetzt, muss man realistisch sehen, nicht so. Warum ist es nicht so? Es
gibt natürlich Titel, die auf dem Computer nur angesiedelt sind. Und da muss man natürlich solchen Spielen wie von Robert Space Industries Star Citizen, auch wenn es so ein bisschen ja ein Produkt ist, wo man sagt, halb Demo, halb Scam, halb wirklich Spiel, man wird es sehen. Aber technologisch pumpt das natürlich immer mehr die Hardware voran und ist einer der Treiber, wie damals ein Crysis von Crytek, die, sage ich mal, auch die Industrie vor sich hergetrieben haben, dass man eben gesagt hat, can it run Crysis, can it run Star Citizen. Star Citizen ist sicherlich ein Hardwarefresser im Quadrat und es bleibt hier wirklich sehr spannend, wo wir, sage ich mal, hingehen. Aber auch Titel wie Digital Combat Simulator, Black Shark 3 ist heute, sage ich mal, announced worden, beziehungsweise vorbestellbar. Das sind Titel, die gibt es auf dem Konsolenmarkt nicht, wird es auch nie geben. Hochkomplex mit Cockpitbau, Sim Racing ist ein Thema. Klar, das kann man auf Konsolen auch machen. Deswegen, wir wollen ja auch immer ein bisschen den Spagat und ein bisschen das Auge offen halten für den Vergleich, sage ich mal, zwischen zwei Welten, die ja den gemeinsamen Nenner haben, nämlich Gaming. Und die Titel sind doch, ich sag mal, von der Schnittmenge, sind 3/4 der Titel schon auf allen Plattformen verfügbar. Und das letzte bisschen ja, trennt manchmal wirklich den Preis anscheinend so dramatisch auf, dass wir hier mit Grafikkarten jonglieren, die jenseits der 2.000-Euro-Grenze sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dementsprechend bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch natürlich eine besinnliche Zeit. Wie gesagt, Content kommt noch, aber solltet ihr sozusagen uns nicht mehr, sage ich mal, hören, dann wünschen wir schon mal schöne Festtage, einen guten Rutsch ins nächste Jahr und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Surround Gaming, bleibt dran, auch 2023. Bis dann.